So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und auch zum zweiten Teil der Burghof Burger Reihe. Das ist also nochmal die Karte hier vom Burghof in Hildburghausen. Wie ihr sehen könnt, Restaurant Burghof, internationale Küche. Wir haben in der letzten Folge einen Burger getestet vom Burghof. Das saß mal draußen im Freien. Eigentlich wollte ich das heute auch so machen. Problem ist, es ist jetzt schon dunkel. Es ist draußen arschnass. Kennt man den Begriff, ne? Es ist draußen einfach nur kalt, dunkel, nass. Und das letzte Mal, ich will euch das mal hier auf der Karte zeigen. Das letzte Mal hatten wir den ersten Burger. Das war nämlich der Mexican Chicken Burger mit doppelt Bacon, Barbecue-Sauce, Käse, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebeln, Jalapenos und Pommes. Für 8,33, wenn man es abholt. Das Lustige war, doppelt Bacon hat einfach komplett gefehlt. Auf dem Mexican Chicken Burger mit doppelt Bacon war gar kein Bacon drauf. Diesmal gehen wir eins weiter. Für 10,43 gönnen wir uns den Bacon Burger USA. Patty aus Wagyu, Rindfleisch, Käse überbacken, Tomate, Gurke, Salat. Doppelt Bacon, dazu Pommes und Ketchup. Das Gute ist, ich habe jetzt wieder gefragt, ob die da natürlich auch Curly Fries dazu machen können, diese Twister, Kartoffeln, wie auch immer, die finde ich nämlich immer am besten. Haben sie gesagt, kein Problem. Jetzt wollten die, als ich unten war, eigentlich 1 Euro mehr. Wusste ich aber nicht. Ich habe jetzt nur 23 mitgenommen insgesamt. Habe gesagt, ich habe da 22 noch was ausgerechnet, hatte das dabei durch den Wunsch der Curly Fries, hätte das 1 Euro mehr gekostet, aber beim letzten Mal war es genau derselbe Preis, deswegen habe ich das jetzt weggelassen, habe das gesagt, aber der Chef stand dort, hat gesagt, ach komm, also haben mir sozusagen 1 Euro geschenkt, muss man nicht, man hätte theoretisch am Telefon, als ich nach der Beilage gefragt habe, auch sagen können, ja, können wir machen, kostet aber 1 Euro mehr, dann wäre alles kein Problem, aber so aus Kulanz haben sie mir das auch erlassen. Ich habe gesagt, ich habe nicht so viel dabei, sonst hätte ich extra nochmal heimgemusst, nochmal 1 Euro holen. Dafür weiß ich, wenn ich das nächste Mal hingehe, ich rechne 1 Euro mehr an und gebe auf jeden Fall noch den 1 Euro von diesmal zurück. Weil ich das so super fand, wären die jetzt total Arschloch gewesen. Dann hätte ich gesagt, den 1 Euro, den gönne ich mir auf meinen Nacken. Aber so, weil die so kulant waren, nehme ich das nächste Mal mehr mit und gebe dann auch nochmal Trinkgeld, weil ich das richtig genial fand. Deswegen Restaurant Burghof, da kann ich nichts sagen. Bisher eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt hier unsere Box mit dem Bacon Burger. Wir wollen es mal aufmachen und wollen hier mal reingucken, wie der aussieht. Ihr habt also auf jeden Fall die Curly Fries. Diesmal sind sie auch wieder ein bisschen weich, aber ist ja klar, durch die Wärme in der Styroporpackung. Sind aber trotzdem immer noch sehr gut gewürzt, richtig lecker. Ich liebe Curly Fries. Geht mal weg mit euren Pommes. Curly Fries müssen es sein. Und guckt euch den Burger an. Hier sehen wir das Fleisch. Das Hähnchenfleisch war mir ja etwas zu trocken. Dann hat es auch noch so eine Cornflakes-Panade gehabt. Deshalb war es noch trockener, aber dieses saftige Rindfleisch, hier ist so Soße auch mit drauf. Und hier unten seht ihr, da ist auch Bacon, da liegen 2 Bacon-Streifen auf dem Burger drauf. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, der wird mir geschmacklich besser passen als der erste. Den fand ich leider etwas trocken und mir hat was vom Geschmack gefehlt. Aber man kann ja auch nicht Hähnchen, also Chicken mit Rind vergleichen. Rind, nicht Rinsch. Rind ist ja sowieso nochmal eine ganze Nummer anders. Guckt es euch nochmal an. Ist jetzt hier nicht so ansehnlich angerichtet, aber ist halt beim Abholen, kriegt ihr das hier halt in so einem Styropor. Wie sollen sie es auch sonst anders machen? Ihr habt ja also nochmal alles drauf. Ihr habt ja die Tomaten mit richtig viel, keine Ahnung, was das überhaupt sein soll. Hier unten habt ihr dann den Bacon. Diesmal Bacon, vielleicht hätte ich mir noch 2 extra Scheiben dazu gönnen sollen. Und nochmal Fett. Mayo und Gurken, alles dabei. Als ich angerufen habe, hat es auch nur 20 Minuten gedauert, bis es fertig war. Diesmal ging es richtig schnell, bin ich auch positiv überrascht. Jetzt aber der große Galileo-Wissenstest, nein, der große Geschmackstest. Wir drehen den mal rum. Da gibt es auf jeden Fall eine heftige Sauerei und beißen mal hier vorne rein. Oh mein Gott. Mmh. Alles tropft raus. Aber
Ich habe auch direkt gleich was vom Bacon erwischt. Von unten drunter. Ich nehme mal die Tomate. Noch ein Curly hinterher. Ah, die ist auch schon da. Eine richtige Sauerei auf jeden Fall. Alles klebt im Bad. Die Gurken und die Tomaten liegen auch auf dem Tisch. Es ist aber so saftig, so brutal und geschmacklich einfach richtig heftig. Also wenn ich nochmal einen holen würde, dann auf jeden Fall nicht den Chicken, nicht den Mexican Chicken. Der war mir auch nicht mexikanisch genug. Dann auf jeden Fall so einen Wagyu Rindfleischburger. Wir beißen aber nochmal rein. Das ist auf jeden Fall ein guter Burger. Auch artig. Und sag jedes Mal in Hildburghausen gibt es keine Burger-Restaurants. Man kann nirgendwo Burger essen gehen. Weil ihr habt ja nur diese kleinen Läden, diese kleinen Dönerläden, die euch einfach nur so Cheeseburger oder Hamburger verkaufen. Aber so richtig dicke, belegte, saftige Burger gibt es eigentlich nirgendwo. Aber wir haben uns geirrt. Im Burghof gibt es auf jeden Fall Burger. Und den habe ich anders in Erinnerung. Irgendwann im Sommer, als Romantik mal da war, haben wir dort auch Burger gegessen. Aber ich finde, die sind jetzt einfach noch saftiger. Mir ist auch nicht bekannt gewesen, dass die damals schon mit Wagyu Rindfleisch gemacht wurden. Jetzt auf jeden Fall schon. Und der Adi schmeißt auf jeden Fall wieder alles um. Aber ist kein Problem. Guckt euch den Burger an. Richtig gute Sache. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt in Ruhe aufessen. Und einen haben wir ja noch übrig. Das heißt, nächste Woche Sonntag, glaube ich. Gut, das ist eh egal. Ich lade das eh mal einfach irgendwann hoch. Aber nächste Woche Sonntag gibt es dann noch den letzten, den Barbecue-Burger. Da bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Da sind ja angeblich wieder Jalapenos drauf. Mal gucken, ob der überzeugt mit Schärfe, mit rauchiger Note. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.